Olaf Metzler hat sich nie vor der Rezeption gefürchtet. Und mit Sicherheit ist er auch ein Künstler, der die Konfrontation sucht und auch mit seinen Arbeiten provoziert. Wenn ich mein Leben eine neue Arbeit mache, ich habe natürlich Vorstellungen. Ich habe, was weiß ich, recherchiert und so weiter und so weiter. Ich habe Skizzen vorher gemacht und Modelle gebaut, etc. Mal so, mal so. Und hinterher, wenn es dann wirklich entsteht, die Arbeit, bist du unglücklich bei der Arbeit, während der Arbeit. Und irgendwann kriegst du dann doch die Kurve und weißt in den Augenblick, jetzt ist die Arbeit fertig. Du willst einfach wirklich die Arbeit sehen und sagen, das ist es. Und genau so sehe ich's. Basta. Ich behaupte, Beuys und Olaf Metzel sind die entscheidenden skulpturalen Figuren nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Mir geht es ja auch darum, optisch, also visuell, etwas herzustellen oder darzustellen oder zu zeigen, ja, was mich in diesem speziellen Fall, sagen wir mal, am meisten interessiert. Und es kann ja auch jeder reininterpretieren, was er will, wie er will, wo er will. Das geht mir am Rücken vorbei. Was mich interessiert, dass es eine überzeugende Arbeit ist. Und zwar im künstlerischen Sinne. Punkt.